Sie sind also am Ursprung angekommen. Und wir haben keinen roten Schlüssel. Wie weit löse ich die aus? Anscheinend so noch nicht. Wenn ich jetzt Enter drücke, bin ich sofort wieder auf Schleuder, ne? Ja, das ist gut. Das war nicht so gut. Ups. So. Einen befreie ich. Hier vielleicht noch einen. So. Mit möglichst wenig Monstern haben wir uns hier jetzt den Weg frei gemacht. Wo geht's jetzt hin? Raum der guten Vorbereitung. Oha. Was sind das für Elektrozäune? Die Monster sterben gar nicht in den Elektrozäunen. Oh, jetzt schon. Okay, verstehe. Gute Vorbereitung. Besteht die darin, dass ich jetzt hier rumstehe und warte? Denn ich komme ja hier auch nicht weiter. Bis ich irgendwann mal diesen Raum aus der anderen Richtung da betreten kann. Ja. Scheint so, ne? Aber ich weiß nicht, wie lange wir jetzt hier warten sollen, also. Naja, vielleicht bestand die Vorbereitung einfach daran, dass wir die Elektrozäune angeschaltet haben. Und wir können uns jetzt wieder auf den Weg zurück machen. Sonst gibt's hier nichts, ne? Könnten uns da. Also roten Schlüssel haben wir nicht, ne? Nee. Ich meine, wir könnten uns das Leben noch holen. Wir haben aber 6 Leben. Ich glaube, ich will das trotzdem haben. So habe ich mir das vorgestellt. Gleich mal überprüfen mit der Tür. Ja, das ist nicht der lila oder so, ne? Das ist wirklich der rote. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Wir können jetzt versuchen, auch nach oben weiter zu schwimmen, ne? Da oben führt auch noch ein Weg lang. Unten rechts glaube ich nichts. Ich würde sagen, ja. Speichern wir mal. Achso, ne, so. Und mal gucken, wie weit wir kommen. Das war nicht sehr weit. Wenn ich einfach nach rechts. Ne, jetzt schwimmt er einen anderen Weg. Es ist. Ja, es ist random drin auf jeden Fall. Aber wir haben noch die Schwimmflossen. Na. Oder probiere ich es mal von. Na. So nicht. Man stirbt auf diesen Feldern immer, oder? Diese mit den Blubberblasen drauf. Also auch wenn da gerade keine zu sehen ist, ich glaube, man stirbt trotzdem. So, jetzt hier im Wald, ja, sehr schön. Wir sind auf diesem Weg hier jetzt. Wo geht's hin?
Die Häuser tief im Wald. Oh ja. Das könnte 1:1 aus Robot 2 sein, hier, dieser Screen. Geht's hier weiter? Kommen wir da durch? Ich probiere einfach mal. Sehr gut. So, dieses Haus hier. Was haben wir hier? Interessant. Also verstehe ich das richtig? Wir müssen hier eine Menge Säure benutzen. 4 Stück insgesamt. Wir müssen einmal hier, hier ätzen. Dann müssen wir von der anderen Seite kommen. Nee, wie kommt man da überhaupt hin? Die andere Seite scheint doch völlig... Ach nee, von da oben, ja klar. Da. Boah, wir müssen hier immer wieder hin und her laufen, kann es sein. Aber das hier ist der erste Schritt. Ist nur die Frage, wie kommen wir überhaupt auf die andere Seite? Versuchen wir da den Weg zu erkennen. Müssen wir da über den Fluss... Müssen wir da immer wieder hin und her über den Fluss? Oh, wir haben übrigens den roten Schlüssel auf diesem Bildschirm. Es kann sein, dass wir immer wieder hin und her über den Fluss müssen. Boah, das wird ja... Will ich jetzt nochmal speichern? Weil ich will hier, ich würde ganz gerne diese Tunnel nehmen. Oder doch nicht. Vielleicht gehe ich einfach auf sicher, ich nehme diese Tunnel nicht. Geht es eigentlich nach oben weiter? Doch, ich will jetzt wissen, ob es nach oben weitergeht. Deswegen speichere ich jetzt nochmal. Hauptsache immer schön speichern. Geht es nach oben weiter? Ja. Entlang des Flusslaufs nach Osten. Es wirkt gefährlich, aber wir haben es geschafft. Ist auch interessant, dass wir da den Schlüssel sehen. Aber kommen leider nicht weiter. Uns fehlt der Orangene, so ein Mist. Sind wir hier etwa an einem Ort, wo wir noch nicht sein sollten? Oh cool. Wow, der Kreis schließt sich. Ich dachte, ich wäre hier jetzt schon ganz weit in eine Sackgasse gelaufen, wo ich so schnell nicht mehr hinkomme. Aber hier kommt man anscheinend doch sehr schnell hin. Okay, und jetzt sind wir auf der anderen Seite des... des Hauses. Können jetzt hier einmal ätzen. Dann müssen wir wieder auf die andere Seite. Können aber gleich mal... Ist das hier? Ja. Können eigentlich gleich mal hier den roten Schlüssel holen, oder? Alles weg. So. Sehr schön, jetzt haben wir den roten Schlüssel. Hier geht's wieder runter. Die Höhle unter dem Wald. Boah, das ist ja umfangreich, das Ganze. Das ist jetzt schon deutlich umfangreicher als
das Spiel mit dem umgedrehten Namen Junior, ne? Also hier fühle ich mich jetzt gerade ein bisschen unsicher. Was gibt's denn hier überhaupt? Es gibt den dunkelroten Schlüssel. Ist das möglich, dass wir den überhaupt bekommen? Ich sehe da hinten die Platte. Den hellroten haben wir. Ich habe das Gefühl, wir müssten von dieser Treppe kommen. Ach so, und die Treppe, das ist die andere auf dem Bildschirm, ne? Ja, ich sehe schon. Wir müssen erstmal dieses andere Haus hier lösen. Und dafür müssen wir immer wieder und wieder hin und her laufen. Und die sicherste Methode ist vielleicht hier. Nein. Oh gut, ey. Ich will auch nicht jedes Mal dafür speichern, um einen Fluss zu überqueren. Aber wir müssen jetzt ganz schön oft hin und her laufen hier, bis wir das hier geregelt haben. Wir können jetzt hier Schleuder benutzen und den rüberschieben. So, alles weg. Dann können wir da von der anderen Seite gleich ätzen und den rüberschießen. Okay. Also einmal müssen wir noch rüber und noch einmal zurück. Wie gehen wir rüber? Ich würde sagen, wir nehmen den Weg hier. Also hier wirkt ja relativ sicher. Und hier, naja, ne? Also so und dann. Ja, das geht eigentlich. Jetzt können wir also hier ätzen, dann darüber schießen und dann haben wir es auch geschafft, ne? Also, das einmal rüberschießen. Alles weg. Und wenn wir jetzt nochmal, schöne Rätsel übrigens, wenn wir jetzt hier nochmal rüberkommen, ich meine, wir haben so viele Leben, wir können jetzt anstatt speichern, können wir es einfach mit Leben handeln, sozusagen. Aber vielleicht kommen wir auch einfach so rüber. Ist doch auch gut. Speicheruhren will ich jetzt mal ein bisschen sparsamer sein. So. So, hier können wir jetzt Vorbereitungen treffen. Wir können nämlich hier den einmal rüberschießen. Alles weg. Und so, und wir können hier den einmal rüberschießen. Und alles weg. Ist das alles, was wir hier an Vorbereitungen treffen können? Jetzt müssen wir wieder von der anderen Treppe rein. Dann können wir da. Kommen wir durch die roten Türen, müssen wir alle Monster besiegen, dann kommen wir da oben durch, dann da. Und dann kommen wir. Okay. Ja, ich glaube, das kriegen wir hin. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Hier scheinen mir auch relativ sicher der Übergang, ja. Und dann probieren wir es jetzt mal hier. Ich mache mal hier unten die Säure. Ach so, sind sowieso keine Monster mehr.
in diesem Abschnitt. Können auch direkt hier durch, oder? Dann sparen wir uns vielleicht ein bisschen was an Arbeit sparen wir uns vielleicht, wenn wir das so machen hier. Den sperren wir ein. Den anderen locken wir hier oben rein. Machen wir so. Blaumann haben wir nicht, ne? Wenn ich jetzt noch einen runterschiebe, dann kommt er wieder raus. Vielleicht stirbt er einfach, wenn ich jetzt hier ein bisschen warte. Schießen wir in der Zwischenzeit schon mal da unten was frei. Weil wir können auch den hier wegschießen. Ich glaube, dann kriegen wir ihn auch eingesperrt. Ja, wenn wir hier... Naja, okay. So passt das. Und jetzt müssen wir noch... Locken wir den einfach mal. Na. So. Und den... Kriegen wir den hier durch, ja. Kommen ein bisschen hier rüber. Und dann läuft er hier rein. Und wir haben... den dunkelroten Schlüssel so gut wie sicher, würde ich sagen. Ja, die Türen werden grün. Das heißt, Munition? Ja. Das heißt, wir haben einen dunkelroten Schlüssel. Okay. Dunkelrot, hellrot und die vier, die wir sonst noch hatten. Wir machen ganz schön Fortschritt, ne? Ist nicht mal eine Stunde gespielt bisher. Gehen wir hier wieder hoch. Geht's hier noch lang? Ah, okay. Aber wenn wir jetzt den Orangenen hätten. Wo gibt's den Orangenen? Wo gibt es den? Gehen wir nochmal hier so ein bisschen durch die Anfangsräume. Hat sich hier mittlerweile irgendwas getan? Blaumann haben wir da. Vielleicht nochmal nach oben. Ah, hier kommen wir jetzt vielleicht weiter, ne? Oder gibt es hier nur ein Leben? Ich glaube, hier gibt es nur ein Leben. Hier geht es gar nicht weiter. Da oben sieht auch nicht so gut aus. Nee. Auf dem allerersten Bildschirm war da noch was? Bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich glaube nicht. Also der Orangen fehlt uns noch, ne?